Hallelujah, hallelujah,
This is the reason why we're here tonight, to honor you, to put you in the center and to give you room. We honor you tonight. Thank you, Jesus, that you delight in us. Thank you that you love us. Danke, dass wir diese vier Tage zusammen sein Thank dürfen. You that we can spend these 4 days together. Wir legen dir diese Zeit hin and we put sagen, this time before you and we say, be lifted high above these days. We Amen. Love you and we honor you. Amen. Und jetzt freue ich mich, and I'm so much looking forward to warmly welcome you zu dieser MEHR 2020. To this MEHR 2020 conference. So great you're here. Willkommen. Welcome. Wow, was war das für ein Opener? Vielen Dank. Wow, what opener this was. Thank you very much. I don't know how you were feeling. I was in the back and I was like, I've really got these goosebumps. This is how you start the conference, right? And so great that you are here, that you came together, that you came to Augsburg to this event, to MEHR 2020, to the MEHR conference 2020. Take a deep breath. It's starting off now. After 2 years of waiting, we're starting again. And I want to say something in the beginning. It's very important to me. You are welcome here. No matter which situation, which context you were coming from. Maybe you've been looking forward to this for 2 years, and maybe you don't even know what's going on here, and you have some question marks left, and you know what's going on here, and no matter what, you're welcome here. And we're looking forward to the next 4 days together. Amen dazu, auf jeden Fall. Well, of course. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an euch alle. Warm welcome to all of you. Ich finde es gerade total überwältigend, diese Halle nicht nur leer zu sehen, sondern gefüllt mit euch. Hall empty, but dass ihr diese Stühle füllt, dass ihr jetzt wirklich gekommen seid, dass dieser Tag gekommen ist, dass es losgeht, auf den wir uns so lange vorbereitet und gefreut haben. We've been looking forward und mir ist es heute Abend so auch total das Herzensanliegen, jedem Einzelnen von euch zuzusprechen. Thing for me to speak this into your life that you are welcome. We're so many people here. I can see you, but my head can't take it, grasp it, to see how many people have come together. And there's so much diversity when so many people come together. Where we came from, the personalities, the history we brought with us. Maybe as Sebastian said, maybe if you're here for the first time, have been invited, you don't know what to expect. Maybe you're skeptical, or you just look, or maybe you've been looking forward to this for some time and you have so much excitement. So we are different, and this is good, and it's good you came, and in your singularity, your individuality, I want to speak this into your life, that you, we are glad you are here, and it's a great thing for me to know, ehrlich gemeint. Wir vom Gebetshaus feiern jede Anmeldung zu dieser Konferenz. Here. Wir haben auch deine Anmeldung gefeiert. Well, und wir wünschen uns, dass du das heute Abend als Zuspruch hier von der Bühne erlebst. Du bist willkommen und dass du das vor allem aber auch durch unseren Dienst und wie du diese 4 Tage hier verbringst, erlebst. Dass du willkommen bist und dass es schön ist, welcome, dass du da bist. That it's great herzlich willkommen that you are auf dieser MEHR. Wir freuen uns über euch. MEHR, we are looking forward to have you here. Wir verbringen ja die nächsten 4 Tage miteinander. We're going to spend the next 4 days schön, together. Ein bisschen kennenlernen. And it's great ich schlag vor, wir machen eine kurze Vorstellung. To know each other. So ganz kurz. Let's have ganz a short presentation about ourselves. So I count down from 3 to 0. And when I say 0, you say your name, okay? That the people around are going to hear your name. So I count down from 3 to 0. Okay? When I say 0, you say your name. 3, 2, 1, 0. Wow. Okay. Das war laut. Wow, that was loud. Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser. So
we know each other a bit better already. Wer von euch, so who darf ich das mal fragen, ist denn zum allerersten Mal hier bei einer MEHR-Konferenz mit dabei? Steht mal auf! Steht mal kurz auf! Stand up. Das sind richtig viele. Wow, that's a lot of people. So schön. So great. Wo kommt ihr denn alle her? Where are you from? Unfassbar. Wow, incredible. Wer war schon dreimal oder öfter hier? Here three times or more auffällig often. Winken. Just wave your hand. Lauter Wiederholungstäter. Ich war auch schon ein paar Mal hier. Well, I've been here several times. Super schön, euch wiederzusehen. Great to see you again. Wow. Uns interessiert aber nicht nur, so wie oft ihr schon da wart, sondern auch, wie lange ihr gefahren seid, um hier zu sein. Manche von euch waren vielleicht nur fünf Minütchen unterwegs, andere hatten doch eine längere Anreise. Alle von euch haben sich aufgemacht, aber wie lange war es denn jetzt wirklich? Wer von euch war denn kürzer als eine Stunde unterwegs? Wer sind die Glücklichen, die ganz nahe wohnen? Oh, das sind gar nicht so viele, aber schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier bei uns. Welcome. Bin gespannt auf die nächste Kategorie. Ich vermute, da fallen die meisten von euch rein. Wer von euch war denn länger als zwei Stunden unterwegs? Zeigt euch. Wow. Sehr cool. Und eine letzte Frage, das sind die, die es richtig weit hatten. Wer von euch war denn länger als fünf Stunden unterwegs? So who wow, einen dicken Applaus für euch. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt und die Anreise auf euch genommen habt. Wir freuen uns. Put yourself on a journey here. In diesen Tagen werden wir hier richtig viele Menschen sein. Wir sind ausgebucht. Das heißt, es wird richtig warm und gemütlich in den Hallen. Aber nicht nur hier in der Halle, sondern wir haben auch ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die über die unterschiedlichen Kanäle zuschalten, zum Beispiel über Bibel-TV, über EWTN, Zuhörer über Radio Horeb und natürlich ganz viele, die sich einklinken über unseren Livestream. Und die wollen wir heute Abend auch gleich direkt mal mit einem fetten Applaus begrüßen. Schön, dass ihr auch dabei seid, wo ihr auch sitzt. Zuschaut und zuhört. Wunderbar, dass es euch gibt. Great, you're here. Nachdem ihr euch uns jetzt schon vorgestellt habt, indem ihr so super laut euren Namen gesagt habt, wollen auch wir uns noch vorstellen. Ihr seht hier den Sebastian, Vollzeit mit in einem Gebetshaus. Sebastian, he's a full-time missionary in the Gebetshaus, in the prayer house. Und mein Name ist Simone. Ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin im Gebetshaus. Und danke. Und wir freuen uns total, euch die nächsten vier Tage durchs Programm führen zu dürfen. Das heißt, wir nehmen euch bei der Hand und stiefeln gemeinsam durch diese vier Tage und sind super aufgeregt und gespannt, genauso wie ihr, was einfach da für uns bereitgehalten wird. Für uns als Gebetshaus ist die MEHR-Konferenz jedes Jahr, wo sie stattfindet, ein Ereignis. Und wir sind immer wieder überwältigt, wie das alles funktioniert und wie viele Leute kommen. Es fasziniert uns, denn eigentlich ist unser Auftrag ein anderer. Wir sind eigentlich ein Gebetsdienst. Und ein Gebetshaus ist dafür da, dass wir nur beten. Das ist eigentlich unser Auftrag, unsere Berufung. Und deswegen staunen wir umso mehr, wie das eigentlich alles funktioniert. Wir haben eigentlich nicht geplant, dass es so riesig wird, aber Gott hat irgendwie we have häufig andere Pläne, big, und da wollen wir gerne mitgehen. Has different plans many times. Okay, genug der Worte, glaube ich, oder? Well, enough words now. Hast du noch was? Dann würde ich sagen, then I'd gehen wir zusammen in den ersten Teil together, des Lobpreises. Für uns ist Lobpreis in diesen Tagen was ganz Zentrales. Wir wollen ganz bewusst uns Zeit nehmen, wir wollen Gott in die Mitte stellen, auf ihn schauen, seine Gegenwart suchen. To seek His presence, and we do this by singing songs. Nehmen uns viele Stunden in diesen Tagen Zeit. Die meiste Zeit ist tatsächlich von morgens bis abends in diesem Raum. Ist fast wie ein Gebet. Wir werden ganz viel gemeinsam Lobpreis machen und beten. Worship together, pray together, and this is how we start the conference as well with a big part of worship. I invite you to stand up together with me, and you can go to the side aisles and find a space
well, with more space, actually. In worship, at first hand, it's not about the show on this stage. The band leads us and helps us that we can pray and get to God. And when you're in a setting like this for the first time and worship is something new for you, I invite you to enjoy the atmosphere, to sing along. We're going to show the lyrics on the screens, to enjoy the atmosphere, and all the others who are already used to it, you do what you're used to do. I want to pray in the beginning. Jesus, we thank you that you are here, that you've prepared a room. And I thank you that your arms are open for each. Thank you that you don't send anyone away, that we can come as we are tonight, with all the questions, with all the feelings, and open issues in our lives. And we want to encounter you these days. We want to listen to you. We want to experience your presence. We want to feel you. We want to learn from you. We want to follow you, Jesus. So be warmly welcome this first night. Amen. Amen. Nach dem Tod, ich glaube an deinen Namen.
Wahrheit. Wir glauben an dich, Jesus, an die Kraft deines Namens. Und wir sind hierher gekommen. Und an diesem ersten Abend ist es meine Sehnsucht, dir zu sagen, dass ich dir vertraue. Dass ich dir heute Abend neu mein Vertrauen schenken möchte. Weil du ein guter Vater bist, Papa. Weil du ein guter Gott bist, der gute, perfekte Pläne mit uns hat. Und wir legen dir dieses Vertrauen heute neu in deine Hand. Und Papa, wir vertrauen dir. Wir schauen auf dich. Wir schauen in dein Angesicht heute Abend.
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählen. Gefangenen siegend heraus, fühlst du
You have come. You have come. You didn't leave us alone. You didn't desert us. You've come so close. And because that's the truth, we can be absolutely sure that you're here. That's why we can be sure that you are here now. And we celebrate that. We come into your presence. We stand in your presence and we enjoy your presence. And we worship you here and now. We meet you here. We search for you. We seek your face. You're here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Moving in.
Rain tonight. Jesus, dir ist.
We love your presence. We love you. Increase these days. We want more. We want more. Oh, be so much loved by us. Amen. Ihr Lieben, beloved ones, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, diese what Lieder we've done now, these songs, to sing them to the honor of God, to worship, das werden wir die nächsten vier Tage this is what we're going to do the next 4 days, dieser exactly hier, like this. This das room, Auditorium, the MEHR soll Auditory, wird ein shall, sein. And it's going to be a das room of prayer. Das, what does it mean? Das heißt, hier wird von morgens it bis means abends from the morning till the evening Lobpreis without ceasing. Nur there's going to be von den praise. Well, warm welcome on the MEHR 2020 in the live stream. Okay, an wow. 725 days since the last waiting. Well, for all of you that have linked yourselves into the web stream, but the opener started at 7:30, touched a lot. Ja, that was really so erwartet, oder ob the opener also had the motto, transported the motto of this more conference, Colors of Hope. Kannst aber auch einfach and nur sitzen und we, zuhören, Vivi und zuschauen und vielleicht in Gespräch can mit Gott take kommen. You into this, also hier wird ein Gebetsraum sein. Wave of colors. In and all of you from the living room to living room atmosphere. So we're going to tell you what's going to happen and provide you with details and information before we enter into this. Who are we actually? And I have the honor and the privilege to introduce to you Vivian Freude. Maybe. Was ihr in diesen Tagen auf jeden Fall braucht, ist euer Smartphone. Viele denken sich jetzt, oh, ich sehe die ganze Zeit in der Hand. Ihr braucht es aber, weil dort auf diesem Smartphone eine App installiert sein sollte. Und zwar die MEHR-App. Wer hat sich die schon installiert? Hände hoch. Ja, die meisten. Ihr braucht die in diesen Tagen, weil die MEHR-App sagt euch alles, was ihr wissen müsst für diese Tage. Da findet ihr alle Infos zu den Sprechern, zu den Musikern, zu den Künstlern, das ganze Programm. Ihr findet eine Hallenübersicht. Ihr könnt euch miteinander verbinden und Fahrgemeinschaften bilden. Ihr könnt Eindrücke sogar hier von der MEHR-Konferenz posten. Deswegen bitte ladet euch diese App noch runter. Wir schicken dann auch tagsüber die ein oder andere Message raus, die wichtig ist für euch. Ihr könnt euch sogar euren eigenen Plan zusammenstellen. Das finde ich total abgefahren. Also du kannst irgendwie aussuchen, das, was dir gefällt, klickst du rein, was du nicht unbedingt mitnehmen willst. Das lässt du einfach außen vor. Also MEHR App, bitte laden. In dieser MEHR App findet ihr auch eine Hallenübersicht, sprich einen Plan von dem, was ihr hier auf dem Messegelände alles findet. Und ich möchte euch jetzt auch einen kurzen Einblick geben, einfach damit ihr es schon mal gehört habt und wisst, was hier alles überhaupt geboten wird. Einmal findet ihr zwei MEHR Forumshallen. Das ist dieses Jahr neu. Sonst war es immer nur eine Halle, dieses Jahr sind es zwei. Und zwar findet ihr die einmal, wenn ihr hinten aus dem MEHR Auditorium rausgeht und dann nach links rüber. Oder wenn ihr hier rechts an der Bühne vorbeigeht und den kleinen Durchgang entlang, dann kommt ihr auch zum MEHR Forum. Was ist das MEHR Forum? Ein super breit gefächertes Programm erwartet euch dort. Ihr könnt euren großen und kleinen Hunger stillen. Heute hat schon lecker nach Burger gerochen oder ihr findet Eis und Waffeln und sonstige Essensausgabenstellen. Ihr findet dort auch kleine Kaffeebars, wo ihr fair gerösteten Kaffee erwerben könnt. Das ist dann total liebevoll und süß hergerichtet. Ihr findet Chill-Out-Areas, wenn ihr sagt, oh, ich habe Bock mal irgendwie gemütlich zu sitzen, nicht immer auf diesen schon bequemen, aber vielleicht mit der Zeit auch unbequemen Stühlen. Ihr findet Handyladestationen und ihr findet auch, wenn ihr hier hinten rausgeht, den Gebetshaus-Shop. Also wenn ihr die Produkte des Gebetshauses kennenlernen wollt, die Lehr-CDs, die Musik-CDs, DVDs etc., alles findet ihr dort. Und auch ganz wichtig,
alle Vorträge auf der Konferenz werden aufgenommen. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, das hat mich total angesprochen oder das konnte ich jetzt nicht hören, weil da war parallel irgendwas anderes, was ich hören wollte, dann geht zum Shop und holt euch die Lehre dort oder macht's ganz klug, bestellt euch schon jetzt das Gesamtpaket mit allen Lehren der ganzen Konferenz vor, könnt ihr am letzten Tag der Konferenz dann mit nach Hause nehmen. Wenn ihr hier rausgeht in die MEHR-Forumshalle, kommt ihr zum Gebetshaus Stand. Das ist ein Stand für all jene, die noch besser verstehen und kennenlernen wollen, wer oder was das Gebetshaus eigentlich ist. Also wer arbeitet damit? Wie schauen die so aus? Was machen die da den ganzen Tag eigentlich? Was bieten die außer der MEHR-Konferenz noch an? Es gibt noch weitere Konferenzen, es gibt auch Schulungen. Wenn ihr das Gebetshaus unterstützen wollt, wenn ihr Partner werden wollt, könnt ihr dorthin gehen. Oder einfach, wenn ihr Lust habt auf einen netten Ratsch, dann geht dort vorbei und lernt die Mitarbeiter dort kennen. Und last but not least, ihr seht schon, das MEHR-Forum bietet eine Fülle am Programm. Findet ihr dort über 170 Aussteller. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Zahl, 170 Aussteller, die in wochenlanger, liebevoller Vorbereitung tolle Stände vorbereitet haben. Ich bin heute schon mal so ein bisschen durchgelaufen und es ist wirklich unfassbar viel geboten. Es sind ganz viele verschiedene Bereiche vertreten, Glaube, Politik, Kunst, Kultur, Architektur, humanitäre Hilfe, Bibelschulen, also es gibt eigentlich nichts, was man nicht findet. Und die haben sich echt schöne interaktive Sachen überlegt. Ihr könnt dort einen Glühwein abstauben oder eine Waffel, ihr könnt euch ein T-Shirt bedrucken lassen oder einfach nur gucken, was die sonst so für euch vorbereitet haben. Also herzliche Einladung, das MEHR-Forum einmal hinten und einmal hier an der Bühne vorbei. Genau, macht mal einen Applaus für die vielen, vielen Aussteller, die haben sich echt richtig Mühe gegeben, tolles Programm für euch bereitzuhalten. Außerdem, wenn ihr vom MEHR-Forum weitergeht, kommt ihr in den Raum der Stille. Ihr werdet merken, die nächsten Tage sind voll mit Programm, die sind voll mit Musik. Wenn euch das alles mal ein bisschen zu viel ist und ihr ja die Lust verspürt auf eine stille Zeit mit Gott, dann geht in den Raum der Stille. Dort herrscht nämlich Stille. Und dort findet auch die Beichte statt, dort findet auch Segnungsgebet statt. Für die Beichte haben wir dieses Jahr so viele Priester gewinnen können, dass ihr euch nicht voranmelden müsst. Das heißt, ihr könnt einfach dort vorbeischauen, da hängen Listen aus mit den Zeiten, wann Beichte angeboten wird und könnt dann die dort in Anspruch nehmen. Und die Segnungsgebetszeiten, die sagen wir jeweils von hier von der Bühne aus an. Und noch eine letzte Halle, die diese MEHR für euch bereithält, ist die Kinderhalle. Die Kinderhalle, an der findet eine eigene Konferenz statt, kann man wirklich so sagen. Das ist nicht nur ein Programm, wo eure Kinder bespaßt werden und halt eine nette Zeit haben, damit Mama und Papa das wirklich Wichtige mitnehmen können, sondern das ist wirklich eine eigene Kinderkonferenz mit Lobpreis, mit Input, mit ganz viel Spiel und Spaß, sodass es den Kindern dort echt richtig gut geht. Und das Ganze wird in zwei Altersgruppen angeboten. Also ihr seht, ein richtig, richtig tolles Programm hier auf der MEHR. Vielleicht könnten wir mal einen richtig lauten Gruß und Shout. Wartet noch kurz. Vielleicht könnten wir einen richtig lauten Gruß zu den MEHR-Space-Leuten rüberschicken. Seid ihr da dabei? Yeah. Es sind ja circa 800, morgen sind es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, und 1000 Leute, die hier zugeschaltet sind, nur ein paar Meter weiter links drüben. Und die sind ja auch mit dabei. Nur die sind nicht hier in diesem Raum. Aber liebe MEHR-Space-Leute, wir feiern euch und wir freuen uns total, dass ihr da seid. Und ihr müsst jetzt mal einen richtig lauten Applaus geben, okay? MEHR-Space, der gilt euch. Ich hoffe, ihr hört es, ihr lieben Teilnehmer in der MEHR-Space. Habt ihr euch eigentlich schon mal umgeschaut? No, I'm back. Sorry. Einfach den Ausblick mal genossen. Mal so 360 Grad gedreht. Was fällt euch auf, wenn ihr in die Gesichter schaut? What do you see when you look into the faces? Teilweise fremde Gesichter, fragende Gesichter. Wir sind eine Konferenz, eine Veranstaltung, die über, oder wie soll ich sagen, die viele verschiedene Generationen bietet. What should I das heißt, wir say haben von jung bis alt vorhanden vor Ort. Und deswegen die Frage an dich, wie alt bist du? Ja, schwer zu sagen.
Wenn du jünger bist als 30, wink doch mal. So when you're younger than 30, please wave. Wenn du, ja, das ist ein Drittel ungefähr. Sorry, we're still having some technical issues, but hopefully soon. Oder ein bisschen älter, being back. Wink mal. Schön, dass ihr dabei seid. Die Mamas und Papas. So, und jetzt alle dazwischen, zwischen 30 und 60. Wo seid ihr? Ich muss auch winken. Okay, das sind die meisten. So the most. Wir haben in diesen Tagen nicht nur ein Kids-Programm und hier die Hauptteile im Auditorium, sondern wir haben auch jeden Nachmittag ein Special für meine ganz besonderen Favoriten, und zwar für die Teenager. Wo seid ihr, Teens? So where are you, ja. Teens? Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Und, oh, ihr seid eh schon da. Ich bitte jetzt mal Simon und Ellie auf die Bühne. Ihr beide leitet den Teens-Track. Stimmt das? Ellie, erzähl mal, was passiert beim Teens-Track? Was macht ihr? Worauf können sich die Leute freuen? Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Wir haben ein richtig cooles Programm vorbereitet. In Halle 2 findet ihr eine Lounge mit einer Hammerbar, Getränken. Einfach eine Zeit, um mit anderen Teens zu connecten. Also wenn ihr zwischen 13 und 18 seid, lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich. Simon, erzähl mal, es gibt irgendwelche Specials und Highlights. Es wird irgendwie gemunkelt, es wird ziemlich cool. Erzähl mal genauer, was passiert da? Genau so ist es. Wir haben zwei Specials für euch. Das eine ist, wenn ihr Lust habt, nicht immer nur rumzusitzen, dann kommt zur Foto-Rally. Euch erwartet Action, Spaß und Bewegung morgen Nachmittag. Und das andere ist, wir haben ein Meet and Greet mit den O-Bros. Die O-Bros, yes, der Alex und der Maxi kommen zu uns in die Teenstrack Launch am Sonntagnachmittag. Wir werden ihnen Fragen stellen. Ihr könnt es auch tun, ihr könnt sie kennenlernen, könnt Autogramme bekommen, Selfies mit ihnen machen, das volle Programm. Just the teens and kids. Sonst noch was Wichtiges, was die unbedingt hören müssen? Well, is there something important you should? Auf jeden Fall. Also uns Mitarbeiter erkennt ihr an den gelben Mützen. Das heißt, wenn ihr zwischen 13 und 18 seid, folgt Leuten mit gelben Mützen in Halle 2. Wir sehen uns. Folgt Leuten mit gelben Mützen. 13 and 16. Follow the guys with the yellow hats. Danke, danke Teenstrack. Wir freuen uns auf euer Programm. Thank you, Teenstrack. We're looking forward to your program. Und jetzt ist es folgendermaßen, einige von euch, aber nicht alle, haben auf ihren Plätzen solche Karten gefunden. Stimmt es? Die braucht ihr gerade mal. Jeder, der auf seinem Platz eine Colors of Hope Karte gefunden hat, kann die jetzt mal zur Hand nehmen, denn jetzt gibt es eine Challenge. Your seat. Please take them. Challenge. And there's going to be a challenge. Wenn du keine gefunden hast, das macht nichts. One, du hast jetzt eine Aufgabe, und zwar eine Person in deiner Nachbarschaft zu finden, die so eine Karte hat. Also geht zu dritt, zu vier zusammen, schau mal kurz rum. So wer hat so eine Karte? In groups of three in einer, und ihr bildet kleine Small Groups, okay? Zu dritt, zu viert. Small groups, three, four people. Sammelt euch kurz. Please gather yourself. Manche von euch waren schon neugierig und haben beim Reinkommen alle Türchen geöffnet und schon ein bisschen reingelesen, was da eigentlich steht. Wenn ihr die Türchen geöffnet habt, dürft ihr gleich wieder zumachen. Doors, you can open them again. Noch nicht öffnen. Please don't open them yet. So, habt ihr euch gefunden? Okay, have you found each other? So, jetzt ist es so, okay. Jeder von euch now, darf ein Türchen öffnen, can open one door, aber nur dann, but only, wenn er wirklich bereit ist, die Challenge, die sich dahinter as soon as he zu really öffnen. Is ready to fulfill the challenge. That's ja, ja, being ja, hidden jetzt behind spannend. It. It's going to be exciting. Noch nicht aufmachen, bitte. Don't open them. Ah, ganz, ganz ungeduldig. Also wir machen impatient. Das mal vor. Das sind auch keine bösen Challenges. Ja? It's not, it's no Simone, mean du challenges. Darfst mal eins öffnen. Simone, you can open one. Okay. Ich nehme mal rosa. Schön mädchenhaft. Steht da drauf? Schenk jemandem girly. Eine Umarmung. Give someone a hug. Okay, okay. Okay, Challenge erfüllt, yay. Simone. Das Challenge ganz fulfilled. That was und great. Jetzt seid ihr dran, aber wie gesagt, die Challenge, challenge ist, du musst es wirklich machen. Wenn du es really jetzt nicht erfüllen kannst, es if macht nichts, du hast noch now, well, 12 Stunden Zeit, you bis have morgen früh, dann gibt es die nächste. Tomorrow until okay. Morning, and then there's going oder to be the next du kannst challenge. Auch ein bisschen aufweichen. Wir sagen, im Laufe der Konferenz, im Laufe dieser MEHR, gilt es dann diese Challenges zu erfüllen. Es sind alles coole Sachen, ihr werdet euch freuen. You have to fulfill the challenge. It's going to be great things, you're going to enjoy them.
This is the Colors of Hope Challenge, okay? This is the Colors of Hope Challenge. In den nächsten Tagen kommen noch ein paar mehr auf euch zu. In the course of the next days, there's going to be more challenges. But you're really into it already, and some challenges seem to have been fulfilled. Ihr könnt einfach mal so bleiben. Sehr gut. Total. You can stay there. Okay. Viele von euch werden Many in den nächsten Tagen going to auf den ganzen Social Media Kanälen viel posten. Post a lot on also the social media posten, channels. You're gonna post kleine Videos, photos, quotes, ihr, little also videos. Tun, but you can do so. You can post from the hall. Machen. Take photos. Herzliche Einladung dazu. Aber wenn ihr das tut, wenn ihr was postet hier von der Mehr-Konferenz, Bitte, please nehmt folgenden Hashtag use her, the following und zwar Hashtag MEHR 2020. Warum? Einfach deswegen, weil man die ganzen Sachen dann besser nachvollziehen kann und wir finden die ganzen Posts und man kann sich darüber connecten. So Hashtag MEHR 2020. Und um das jetzt einmal mal kurz zu üben, schnapp mal kurz dein Handy und schnapp dir die Leute, die links und rechts neben dir sitzen oder stehen, und mach einfach mal ein kleines Selfie mit den beiden oder mit den drei. Ich mach mal vor. We're gonna show it to you. Wir machen mal ein Selfie und ihr auch. Selfie. Ja, ihr seht super aus. You look great. Und wenn ihr das gemacht habt, und könnt es direkt hochladen und hochstellen, upload it directly mit dem Hashtag MEHR 2020. With the hashtag und ihr werdet sehen, ihr werdet nicht die Einzigen sein. And you're going to see you're not gonna be the only ones. 1000 Selfies irgendwo in den Social Media Kanälen rumflattern. Thousands of selfies are gonna appear on social media channels. Okay, ihr Lieben, okay. Wenn ihr euer Selfie geschossen habt, dann richtet eure Aufmerksamkeit wieder nach vorne, please, denn hier gibt es jetzt was attention back zu to the front, because gewinnen. There's something to be won. Wer von euch hat denn Lust, was zu gewinnen? Who wants to win something? Ich auch. Well, viele von euch, well. Sehr cool. Many of you, great. Manche von euch machen sich schon bereit, um nach vorne zu sausen. Die kennen das schon vom Gebetshaus, wer als Erster hier vorne ist, kriegt. Aber heute first nicht. Come, first serve, but not today. Heute darf ich euch nämlich ein Gewinnspiel vorstellen, das die nächsten Tage laufen wird. Und da gibt es richtig, richtig coole Preise zu gewinnen. Going to run the next few days, and there's great prizes to be won. Wichtig. Einmal als dritten Preis vier CDs der neuesten Lieder-CD des Gebetshauses, die heißt Tausend Dank. Ist eine richtig schöne CD, ich liebe die total. Ich höre die im Auto, ich höre die zu Hause, ich höre die in meiner Gebetszeit. 12 Künstler, die ihre Lieder auf diese CD gebracht haben, Lieder, die direkt im Gebetsraum entstanden sind. Also dritter Preis, vier CDs, Tausend Dank. Directly in the prayer. Ebenfalls dritter Preis, vier CDs Habitat und Sekum. Neueste Lieder-CD von Johannes Hartl. Ganz anders als die letzten CDs von ihm, nämlich ganz, ganz ruhig. Verbrechliche Klänge, Instrumentalmusik. Er spielt am Klavier und wird begleitet von der E-Gitarre. Ist eine richtig schöne CD, um sie in der Gebetszeit zu hören oder auch einfach so laufen zu lassen. So viel zum dritten Preis. Zweiter Preis, Spannung steigt, eine Übernachtung für zwei in den Prayer Homes. Wer oder was sind die Prayer Homes für all jene, die es nicht wissen? The Prayer Homes, das Gästehaus des Gebetshauses. Also wenn ihr schon immer mal Lust hattet, Tür an Tür mit dem Gebetsraum zu schlafen, dann ist das euer Preis. Schönes Zimmer, great room, lecker Frühstücksbuffet und die Möglichkeit, Tag und Nacht in Hausschuhen and the possibilities to walk by day and by night so in your
house shoes. Genau, ist ein Applaus wert, oder? So this is worth an applause, right? Und der erste Preis ist, wie ich finde, eigentlich unbezahlbar. Unpayable. It's a praying person in your everyday life. Aber oft existieren die beiden sehr parallel miteinander in unserem Leben. Und die Denne Academy hat das Ziel, dass die zwei zu einem werden. Und der erste Preis sind zwei Tickets für die komplette Daniel Academy, die über fünf Wochenenden geht und eine komplette Intensivwoche. Also ein richtig, richtig geiler erster Preis. One intensive week. Also alles cool, aber was muss ich machen? Yeah. So really great, but what do you have to do? Wie gewinne ich die Sachen? Genau. Jetzt habe ich euch hungrig gemacht. Wie gewinne ich die Sachen? Eine richtig schöne Aufgabe. Ihr dürft nämlich Dankbarkeit zeigen. Ganz getreu dem Motto, tausend Dank. Wie schaut es konkret aus? Motto, ihr schnappt euch euer Smartphone, Dank. Und dann ab mit dem Kommentar ins Netz, dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil, das läuft bis Sonntag um 15 Uhr und dann werden die Gewinner ausgelost. Und das Geniale ist, all ihr lieben Zuschauer via Webstream, EWTN, Radio Horeb, Bibel TV, ihr könnt mitmachen, das Gewinnspiel, das online läuft, das heißt, ihr macht einfach genau das Gleiche, jeder Facebook, jeder Instagram, Gebetshausseite, Foto oder Video posten, Kommentare, Dankbarkeit, mit den Hashtags und auch ihr seid mit dabei und werdet mit ausgelost. Und wir freuen uns schon drauf, Sonntagabend zu verkünden, wer diese mega coolen Preise gewonnen hat. Also, los geht's. Macht mit. Genau so ist es. Und ich darf jetzt ein bisschen ein Spielverderber sein. Und zwar folgendes, schaut euch mal um, die Halle ist richtig voll. Und die wird wahrscheinlich noch ein bisschen voller und in den nächsten Tagen kommen noch ein paar mehr Leute dazu. Das bedeutet folgendes, leider ist es so, dass wir hier in der Halle keine Plätze reservieren können. Ich bitte euch da einfach um Verständnis, dass wir in diesen Zwischenpausen das nicht gewährleisten können, dass wir so alle Urlaubsmanier, die Handtücher ausbreiten und dann am Abend wieder kommen, und wir wissen, wir haben einen reservierten Platz, das können wir nicht tun. Deswegen bitten wir euch, nach den Programmpunkten einfach alle eure Sachen mitzunehmen, rauszunehmen und später wieder zu kommen und auf Platzsuche zu gehen. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir ausgebucht sind und ganz viele Leute kommen und wir nicht reservieren können. Ich bitte euch da um Verständnis und ich glaube, dass es gut funktionieren wird. Es wird so sein, dass wir in der Zwischenzeit, alles was liegen bleibt, wird weggeräumt. Ihr kriegt es natürlich auch wieder, glaube ich zumindest. Müssen wir nachfragen. Aber ich glaube, das wird funktionieren. Aber wir räumen tatsächlich die Halle. Für euch einfach als Tipp und auch als Bitte, wenn ihr in eure Quartiere fahrt und dann am Morgen wieder anreist, bildet doch Fahrgemeinschaften. Wir strapazieren in diesen Tagen auch unsere Parkplätze ziemlich. Das bedeutet, morgens um 9 ist wahrscheinlich vorne an der Ampel eine richtig lange Schlange und Stau. Um das ein bisschen zu reduzieren und zu verhindern, bildet Fahrgemeinschaften, nutzt die App, um euch zu connecten oder fahrt mit dem Öffentlichen rein. Ich glaube, es tut eure Nerven gut am Morgen. Okay? So, das war's mit dem Infoblock. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Tüchtig wart ihr. Und jetzt freue ich mich, euch die Leiter und die Gründer des Gebetshauses vorstellen zu dürfen. Und ich bitte jetzt Jutta und Johannes Hartl auf die Bühne. Johannes einfach als Visionsträger für diese Mehrkonferenz seit vielen, vielen Jahren und wirklich auch als bekanntes Gesicht und Redner. Wir freuen uns total. Looking forward. Thank you.
Johannes, wir freuen uns total. Und Jutta, wir freuen uns total. Wir danken euch für euren... Ich habe das noch nie gemacht, aber ich will das heute Abend echt mal machen. Wir danken euch für euren Weg in den letzten über 12 Jahren mit dem Gebetshaus. Danke für eure Treue, danke für eure Hingabe, für euren Glauben. Und wir freuen uns jetzt total auf diese kommenden Tage und auf deine Vorträge. Und ihr werdet jetzt, glaube ich, auch die...